Das sind Spielzeug-Handschellen. Die könnt ihr doch nicht alle mach auf. Ja, und? Ja. Wollen wir jetzt aufmachen hier die Höhle der Löwen, oder? Was, ja. Gibt so ein kleines Problemchen. It could be, it could. Ich sag dir, mein Date heute an Karneval kann nur bombastisch werden. Schminky, Minky. Du musst mich dafür nicht schminken. Aber ich will! Jill, ich habe eine Maske. Lass sie doch. Nein! Ich hab... Lass mich dich schminken. Bitte, sie kommt wieder auf heute Show. Du schmeißt, nein. Bitte! Nein, ich möchte nicht. Oh mein Schatz, sag doch mal was. Ich darf mich nie schminken. Du bist auf meiner Seite. Meine Seite, lass mich doch schminken. Alle so, alle so. Hallo, das ist bestimmt viel besser gefallen. Nein! Hey! Oh Mann, Hilfe! Was ist hier los? Warum siehst du so beschissen? Hey, erstmal, wenn ihr mich ansprecht, bin ich Officer BT! Scheiße, wieso? Hey. Alter, das ist. Der ist komplett. Jungs, ihr wisst, was heute passiert. Nein. Seht ihr das? Hilfe. Ich werde heute wen verhaften. Ja. Ihr wisst schon, ich meine, ne? So. Ja, Digga, ihr wisst gar nicht, wofür das hier alles zustande. Hey! Das will keiner wissen, dass ich Ich weiß genau, dass du darauf stehst. Du da? Guck doch mal, ich hab's gesagt. Paar Fesselspielchen. Hallo. Ja, ich weiß doch genau, was ich du bin dabei machst. Ja. Braucht mir gar nicht erzählen, ihr beiden, ne? Ey, ihr seid. Das bist so ekelhaft. Was bin ich? Aua! Ey! Au! Ja, und was hier? Ja, guck mal, jetzt wisst ihr, was ich machen kann, wenn ich das nicht mache. Habt ihr das gehört? Genau diese Geräusche, die ihr gerade vor euch gibt, die werdet ihr heute Nacht von mir hören. Das ist nicht gut. Das wird gut. Das wird so high. Mach das jetzt auf. Wir wollen los, Leute. Beeil dich ein bisschen. Ja, ich guck doch jetzt. Mach, komm, Officer! Mach! Ah, Junge! Zieh doch auf, so da dran. Zieh! Es tut weh, Junge! Ich bin bescheuert. Ich hab alles gemacht. Bleib stehen. Ey, Jungs, was? Wisst ihr, wo mein Whisky ist? Ey, ich schmiede dein Whisky gleich gegen deinen scheiß Schädel. Such hey, Digga, du sollst die Schlüssel suchen. Sie mehr sollst du nicht machen. Hast du mir gerade gegen... Heute ist Karneval und mein Date wartet. Wir wollen jetzt los. Wo können wir jetzt bitte? Bitte, such den scheiß Schlüssel. Erstmal, hallo. Vorsichtig mit meinem Hintern. Da geht man ein bisschen vorsichtiger mit um. Und Jungs, erzählt doch mal, hallo, guck mal. Nee, es fuckt mich ab. Such den Schlüssel. Ja, okay. Das sind Spielzeug-Handschellen. Die könnt ihr doch nicht alle mach auf. Ja, und? Ja. Wollen wir jetzt aufmachen hier die Höhle der Löwen, oder? Was, ja. Gibt so ein kleines Problemchen. Das sind nicht die Spielzeug-Handschellen, sondern das sind die echten. Ich hatte zwei Paar. Eins war so für ein paar andere Dinge gedacht. Und verarschen, ne? Oh, scheiße. Ey. Vorsichtig! Ich find's das lustig. Es sieht so süß aus wie ihr beide. Ihr seid der beste Freunde. Ja. So Leute, ganz kurz. Ich möchte heute nicht Karneval mit Aladdin an meiner Seite verbringen. Er hat heute seine Jasmin hier. Ich brauch das nicht. Bruder, ich weiß, du liebst mich. Ja, aber nee, das ist nicht das. Vor allem, wir machen nicht. Bissi, such die Schlüssel jetzt. Ich bin raus. Nur rumsteht wie so ein Affe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den hingetan hab. Bissi, es ist Karneval. Was verstehst du jetzt daran nicht? Ein Zehner, Digga. Den kann man immer gebrauchen. Mach jetzt fertig. Ja, chill doch, Alter. Wo kann's sein? Komm, wir suchen. Ey, weiß einer, von wem das Buch hier ist, Digga? Ich lese gar nicht. Alter. Ey, okay, chill. Ey, my life is life. Nein, wir kommen auf jeden Fall. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Eil mich. Ja. Bis dann. Tschüss. Bist du völlig bescheuert? Was denn? Ich weiß nicht, wer dir in dein scheiß Gehirn gekackt hat, wie du sagen würdest. Kannst du gleich telefonieren? Schlechte Neuigkeiten. Komm bitte einfach nur mit guten Neuigkeiten. Der Nachbar ist im Urlaub und ich habe dem Nachbar unsere Werkzeugkasten geliehen und deshalb haben wir jetzt kein Werkzeug hier im Haus. Was soll das jetzt? Ja, ich kann euch auch nicht weiterhelfen. Hättet ihr euch nicht von BC antappen lassen dürfen. Was soll ich sagen? Ja, der das Typ ist unsere Schuld. Der hat einfach Hirn von einem Maiskorn. Mo, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich liebe dich wirklich über alles, Mo. Aber... ich will auf jeden Fall Karneval heute nicht mit dir verbringen. So, zusammen. Wir haben echt viel Scheiße jetzt durch in letzter Zeit. Und eigentlich wäre es jetzt perfekt, dass wir beide so aufeinandertreffen. Das klingt mich gar nicht. Aber nicht so. Na, Schlüssel gefunden, oder was? Es gibt den Schlüssel jetzt. Komm, eine schlechte Nachricht und eine schlechte Nachricht. Ey, Junge, Mann. Vielleicht auch eine gute. Also die schlechte zuerst. Ich hatte den Schlüssel leider nicht gefunden. Die gute Nachricht ist... vielleicht seid ihr danach ein bisschen besser befreundet. Hör auf! Ah! Oh, Junge! Oh, Junge!
Arm ist gebrochen. Okay, warte, was ist deine Schuld? Habt ihr es mal probiert mit Olivenöl? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte mal, habt ihr es mit Olivenöl probiert? Oh, ich will. Nee, wir haben Salzöl gerade probiert. Ja, aber Olivenöl ist andererseits. Wir haben kein scheiß Olivenöl da. Jungs, wir werden mir so die Hand brechen heute im Wie wäre es mit dem Schlüsseldienst? Den können wir noch anrufen. Du willst mich komplett verarschen. Für Handschellen rufe ich jetzt den scheiß Schlüsseldienst. Vor allem meinen 11. Kollege. Ja, dann bleibt noch eine. Ja, wir haben noch eine einzige Chance. Ja. Wir können damit einfach ins Hostel fahren und George, der hat bestimmt Werkzeug. Und zu ihm sagen wir was? Ich hatte Lust, heute mit Mo ein bisschen was auszuprobieren. Natürlich! Was Neues, ein bisschen Spannung im Bett oder Digga, was? Digga, wir knacken das Schloss und danach knackst du deine Lady. Ganz kurz, bevor wir jetzt hier weiter diskutieren, es ist sowieso bald 11.11 Uhr, wir müssen uns beeilen, deshalb müssen wir ins Hostel fahren. Die ganze Geschichte hier reden, ja? Ja. Komm, gut. Ich kann's tun. Tun wir doch. Ja, los, lass mal. Ich habe keine Schuhe an. Dann beeilen Sie bitte. Komm, Du weißt das schon meine Nummer, aber ich gebe dir schon mal meine Karte, damit du Bescheid weißt. Aber lass mich nicht zu lange warten. Ja, lass mich nicht warten. Ich beeil mich. Ja, du beeilst dich. Natürlich beeilst du dich. Alles jemand, aber nichts anderes, Mann! Warum hab ich hier Aladin an der Kette, Mann? Ich weiß nicht, ob er die Scheiße muss. Ich kann mir das nicht gehen lassen. Guck mal, wer da ist. Ach, guck mal, ey, was geht denn? Ey, Jim, wollte ich mal ganz kurz was fragen. Du wolltest ganz kurz mal... Hallo, erstmal, wenn du mit mir... Nicht Beastie. Officer Special Agent Beastie. Digga, ich steck dir deinen Special Agent gleich in den Arsch. Wenn du so weiter. Nee, da kommt gleich was anderes rein, mein Freund. Hör mir zu, hör mir zu. Wir müssen den Ding rauswerden. Du hast gesagt, du hilfst mir. Und ich lasse mir das Ding heute nicht entgehen. Ach so, ja, den habe ich leider nicht gefunden. Aber ich habe hier auch noch einen. Nein, ich habe hier schon wen verhaftet. Ja, ich muss hier. Hey, pass auf, ich wünsche euch hier viel Spaß mit Cop und Cinderella. Ne? Ach, gar kein Problem. Wir sind da mal kurz weg, ne? So geil auf dem Arm. Nein, hallo, ihr versteht die Lage nicht. Ich verstehe die Lage, aber was willst du jetzt machen? Da oben brennt die Höhle, verstehst du? Die Hölle ist offen, der Teufel ist reingelaufen. Ich verstehe das, aber was willst du jetzt machen? Du kannst dich abfacken, keine Ahnung, lass uns einfach jetzt 51 ein bisschen feiern gehen. Gute Idee, ich frag, wie es dir kommt. Nee, wir bleiben hier. Ich werde bei der Scheiße nicht lange, das wirst du selber klären. Ja, okay, ja dann. Ich hab eine Idee, wir gehen nicht hin. Nein, ich hab eine Idee. Was denn? Ich hab eine andere Idee. Ich versteck mich unter keinem Bett, sag ich dir jetzt. Du kannst ja auch einfach die Augen zuhalten. Halt's Maul! Und denk dabei an kleine Hundebabys. Ich hab eine Idee, wir gehen in die Hostelküche. Komm, und dann? Komm. Nein, na? Ich hab gar keinen Hund. Alles gut für euch? Ja. Guten Tag. Wir machen das. Das ist unser Ding. Super. Kann man euch helfen? Was ist das? Und jetzt? Sie duscht. Wir müssen diese Scheiße bitte abkriegen. Bitte. Ich möchte heute nicht mit Aladin ins Bett fliegen. Ich möchte einfach wirklich heute. Ich wünsche mir das für dich, aber nicht mit diesem Fett, was das doch ist. Ich will nicht. Ist mir scheißegal. Wir werden das weg. Ist mir egal. Du kannst es nicht einfach drauf. Mehr ist weniger, haben sie gesagt. Mehr ist weniger und wir werden hier rauskommen aus dieser Scheiße. Ist mir scheißegal. Wir kommen hier raus. Verstehst du? Zieh. Ja, mach. Zieh. Kommst raus. Ja, siehst du, mehr. Mehr ist mir egal. Nicht mehr. Mehr. Doch. Bist du? Mehr. Es flutscht nicht, verstehst du? Das ist doch nicht gedacht. Ja, das ist flutscht. Ich dachte, das ist flutscht. Ich dachte einfach, das ist einfach scheiße. Das ist geil, dich rübergeht. Sei elegant. Alter, das ist Handschellen und meine scheiß Hand. Was lachst du so doof? Ich bin raus jetzt. Hasch. Sei bitte leise, okay? Du was ist denn hier los? Jo, sorry. Ich hatte gar keinen Bock auf einen Dreier. Das war nicht der Plan. Nein, der arbeitet hier. Das war nicht die Idee. Also, das war nicht... Nein, ich gehe weg, ihr zwei kleinen Perversen. Nein. Oh mein Gott. Ich will kein Perversen. Er hat gesagt, er wollte noch mal Brötchen backen für uns. Brötchen backen? Ich brauchst noch Eier und Mehl, sonst funktioniert das mit dem Brötchen nicht. Doch, darüber. Du hast Gin, verstehst du? Und sie läuft gerade weg, rein objektiv. Halt deine Schnauze. Ich liebe euch. Woher kommt das jetzt? Hallo! Giorno! Oh, Jungs! Stinkst, Digga! Ich sag euch eine Sache. Warum ist dein Scheißschrank eigentlich offen? Ey! Weißt du, was ich geworden bin? Ich bin kein Polizist mehr. Magier. Vollidiot! Ey, verarscht mich, wo hast du dir her? Sag erstmal, dass ich Obermagier bin. Obermagier, also pass auf, Warte doch, Digga, ich hatte das Ding einfach in der Innentasche. Das ist ja so witzig, lass mal drauf anstoßen.
Voll Idiot, Mann. Ey, jetzt können wir nicht so viel Alkohol trinken. Junge, ich bin... Adana, schau, die wollen schon mal aber jetzt hallo. Ich auf die Fresse raus. Der haut mir nicht auf die Fresse. Alles. Und, weißt du, das kann doch... Ende in der Hölle, verstehst du? Ja, Digga, aber wenigstens war es kein Teufeldreier. So. Teufelscher Dreier. Die werden jetzt erstmal richtig benutzt. Ich muss jetzt noch ein bisschen was verhaften hier. Ich kann nämlich, ich kann zaubern und ich kann verhaften. Boah, Junge. Ach, Digga. Aber du bist nicht mehr abgefuckt. Ich hasse den Jungen so sehr. Aber nicht mehr abgefuckt? Vielleicht kann ich dir mal Zaubertricks beibringen. Ich glaube, wir zaubern heute noch ein bisschen. Wow, was? Nein. Okay. Guck mal, wir haben von guten Erinnerungen gesprochen. Und da fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen noch ein bisschen so... So ein bisschen mehr Pep. Wir haben eine schöne Torte, aber jetzt fehlt die Sahne. Kannst du jetzt mal sagen, was du... Warte ab, PC, sag ich nur. Boah, das kann... Kommt nicht so davon, das sag ich nicht so. Wie lange willst du das jetzt noch? Ich hab keinen Bock, meinen Tag damit zu verschwenden, den zu suchen. Bitte, können wir jetzt nicht irgendwie einfach normal feiern? Könnte man was? Nee. Oder? Ja, ich hab ein bisschen. Das ist doch wichtig. Oh, der ist da drinnen mit diesem Chili, der Girl. Vielleicht, ich glaube, wir müssen mal auf Toilette. Das ist auch ganz geil. Oh! Ey! Entschuldigung! Scheiße! Jungs! Raus hier! Bitte! Einmal rausgehen, bitte! Sorry, das tut uns leid. Wollten wir gar nicht. Sorry, ich muss da... Beim nächsten Mal vielleicht. Entschuldigung. Jungs, ihr wollt mich doch verarschen. Ich war doch nicht mit Absicht. Du? Mo? Musste pinkeln und ich auch. Und ich dachte, hier ist die Toilette. Die meinten mal, hier haben sie umgebaut. Junge! Pass auf! Hallo! Hör mir zu! Nein. Das ist jetzt nicht irgendwie keine Revanche oder so. Mein Gott, du hast mir nichts versaut. Digga, so. Du willst doch die Entschuldigung auch von mir. Natürlich will ich die annehmen, aber das Problem daran ist einfach, dass du sie gerade weg. Ja. Oh. Scheiße! Ja. Was ist passiert? Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Digga, ey, ihr seid witzig! So, der Hut! Mein Hut! Der Hut! Warte mal, wie war das? Er war von Magier, ne? Kuss, Fokus! Der Schuss! Ey, ihr wollt mich verarschen, ne? Was denn? Was los, Junge? Alter, ich schwör. Wollt ihr mich verarschen? Digga, ja! Diese Scheiße. Mit der Jordan. Wir müssen Jordan suchen. Ja, ich seh aus wie zwei Dullis, Alter. So, wir gehen jetzt mal los. Ja, wir gehen ja jetzt mal los, Alter. Du hast mich von vorne bis hinten belogen und betrogen. So war das nicht. Natürlich war das so! Oder was? Glaub, ich spinne, Alter. Das Baby! Was ist mit dem Baby? Ich weiß es nicht! Ich werde dir dein verschissenes Leben zur Hölle machen. Jede einzelne Sekunde. Hast du Lust, mir dein Zimmer mal zu zeigen? Die Wohnung sieht relativ cool aus hier. Ist alles da, was man so braucht, wenn man halt ein Zimmer hat, ne? Mhm. Ich war gestern Abend noch mit Hannes und wir hatten richtig viel Spaß. Willst du mir gerade sagen, George weiß, dass wir beide... Ist ja eigentlich aufgefallen, wie heiß Leo geworden ist? Ist ja der Wahnsinn. Verliebt oder was? Nein, ich weiß nur noch, warum ich so verrückt nach ihr war. Mach's gut.